bis zu 4 Stunden kostenlos parken in der Reutlinger Innenstadt? Für die Besitzer von Elektroautos ist das schon bald möglich. Das hat der städtische Bauausschuss jetzt entschieden. Das Privileg gilt im Parkhaus Lederstraße, auf der Park-and-Ride-Anlage am Hauptbahnhof und auf dem Leonhardts-Parkplatz. Auch im Parkhaus Pomologie könnte das kostenlose Parken für Elektrofahrzeuge bald möglich sein. Hier muss die zuständige GWG aber noch prüfen, ob Lademöglichkeiten aufgebaut werden können. Für Hybridautos gilt der Parkfreischein aber nicht. Ihre Besitzer müssen nach wie vor zahlen.